Die Spreewaldtherme in Burg. Claudia, Mandy und Sophie haben heute einen Tag nur für sich. Das bedeutet Entspannung und Ruhe pur. Erster Anlaufpunkt für die drei Frauen ist der Saunagarten. Insgesamt 7 Saunen gibt es in der Therme. Alle mit unterschiedlichen Aufgüssen und Temperaturen. Gerade beim aktuellen Klima mit Werten knapp über dem Gefrierpunkt ist ein Abstecher in die Sauna eine gute Idee. Saunieren ist ja gerade sehr gut auch für die Abwehrkräfte. Gerade in der Jahreszeit haben viele mit Krankheiten zu tun, stärkt die Abwehrkräfte. Und darüber hinaus ist es natürlich sehr schön, wenn man sich aufwärmen kann in einer Therme in dieser kalten Jahreszeit. Nicht umsonst kommen die meisten Besucher auch im Winter zu uns, weil sie das Wohlfühlen in der Therme halt sehr schätzen, die warmen Temperaturen. Wir haben ja sehr hohe Wassertemperaturen hier mit bis zu 38 Grad und natürlich auch die Saunagänge mit bis zu fast 100 Grad. Nach der Sauna ist für die drei aber noch lange nicht Schluss. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder genießt man noch eine der vielen Massagen, probiert ein Wellnessprogramm aus oder springt noch einmal ins Solebad. Oder man macht's wie die drei Frauen, schnappt sich noch schnell einen Cocktail und dann geht's schon in den Ruhebereich. Der wurde im Dezember komplett neu gestaltet und erweitert. Jede Menge Platz zum Relaxen. Unter dem Motto mehr Raum für Erholung haben wir unseren Sauna- und Wellnessbereich um 750 Quadratmeter erweitert. Das war notwendig, weil wir jedem Gast auch eine Möglichkeit geben wollen, nach dem Saunieren oder nach dem Thermbesuch auch zu relaxen. Hier gibt es nun 80 Ruheflächen, eine Kaminecke und 8 Wasserbetten. Die Auswahl ist groß, egal ob nun alleine oder in einer Gruppe. Einfach entspannen vom Alltag.